Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, je nachdem. Wir haben den 28.07.2019. Wir haben es jetzt gleich um 11. Die Sendung wird den Titel heute tragen: Control is the name of the game. Das ist Part 1. Sowie Reset Everything. The Art of War. Optik is important. Na? Gucken wir doch mal kurz rein, was Trumps Aufgabengebiete sind. Ne? Ob nur die Dirty Cops und die Agents, die Institute, die Zentralbanken und die Finanzpower. Und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Wie zerstört man OPEC, APEC und Petrodollar? Das ist Punkt 1. Es ist simpel wie einfach. Indem man Frieden macht. Für die, die immer noch glauben, dass Trump irgendwelche Kriege anfängt, die kann ich leider an der Stelle enttäuschen. Ich tue das mal kurz hier drüben, damit ich sehe, was ihr macht. Oh, der Manu ist auch gerade auf Sendung, sehe ich gerade. So. Egal, machen wir es mal weiter. So, wie zerstört man ein Zentralbanksystem? Ne? Indem man erstmal den Petrodollar vernichtet. Den Petrodollar vernichtet man mit Frieden. Das sieht man daran, dass Trump den Saudi aktuell dafür bezahlen lässt für Schutz. Früher war der Deal Schutz gegen Öl, jetzt ist Schutz gegen Geld. Ja, also in der Hinsicht ist Trump schon mal ein Stück weiter. Wir haben diverse Player und Maker, sowie die diversen Brains. Ne? Das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig an der Stelle. Punkt 1, den Trump bearbeiten muss. Die Reinstallation of the Rule of Law. Ne? Man muss Supreme Court Judges, District Court Judges und Peel Court Judges. Ist glaube ich falsch geschrieben, aber ist erstmal egal. Danach kommt Clean the House. Früher waren Richter controlled by Fear and Blackmail, na, von der Insel und wollten ihre Kinder beschützen. Jetzt haben wir aber einen neuen Sheriff in der Stadt. Neue Regeln. Remove, Flip and Fire. Na. Ja, da die Wahl. Danach kommt das, wo wir gerade sind. Reset the table. Sowie Military Law versus Criminal Law. Bevor man dann D-Class, IG Report und FISA bringt, um am Ende beim Militärtribunal zu enden. Die Federal Reserve Bank hatte ja nur ein paar Crashs in den letzten Jahren. No right to know for the people. Sie haben kein Recht zu wissen, was die Fed treibt. Wir haben 1913 Jekyll Island. Wir haben 1945 Bretton Woods. Wir haben 1970 den Petrodollar. Und wir hatten 2008 den letzten großen Crash. Um das System zu crashen, braucht man erstmal ein neues Narrativ, eine neue Illusion. Besorgt die alte Illusion unter Kontrolle bringen, neue Jobs, die Economy boosten. Das alles hängt damit zusammen, um das Endgoal, ne, also die Wurzel allen Übels auf diesem Planeten zu vernichten. Und das ist ja nun mal das Zentralbanksystem. Warum sage ich das? Was will ich euch damit sagen, was er gefragt? Jetzt gucken.
Do you know how deep state really is? Ne? Das ist ja die Frage. Man hat einen 1000-Punkte-Plan. Jedes dieser 1000 Puzzleteile muss langsam im Stealth-Modus, hier fehlt ein Haar, unter dem Radar, um sie dann alle gleichzeitig aktiv zu machen. Das ist alles unter dem Motto Set the Stage. Ja, wenn ihr ein Konzert, wenn es ein großes Konzert gibt, dann müsst ihr erstmal quasi die ganze Technik aufbauen, damit es dann losgehen kann. Ja, das läuft alles unter dem Radar. Die ganze Vorbereitung. Remove, undone, also irgendwelche Gesetze, Leute rein und raus, drum und dran. Dann musst du Kontrolle über die Wirtschaft und über das Narrativ erlangen. Du musst neue Jobs generieren, Arbeitsplätze zurückbringen, neue Gesetze generieren. Du musst ihre Zahlen benutzen, Stocks, Arbeitslosenzahlen und GDP. Das ist elementar wichtig, weil das sind die Zahlen, die sie die letzten 45 Jahre genutzt haben, die nichts, aber auch gar nichts wert sind, diese Zahlen. Das weiß Trump, das weiß die Gegenseite. Deswegen benutzt Trump doch diese Zahlen. Denn sie können jetzt nicht sagen, die Zahlen sind nichts wert. Weil sie haben sie ja 45 Jahre benutzt und sie wollen sie nach Trump wieder benutzen. Also geblockt. Er macht die Deals mit China. Ich habe jetzt gestern eine Info gekriegt, dass Trump Ende September will der, das kann ich gar nicht laut sagen, der will im Einklang mit diesem Area 51-Dings, will der Ende September alle UFO-Daten veröffentlichen und Free Energy Shit. Müssen wir aber erstmal gucken, ob das so passiert. Aber für Ende September nach 9-11. Also der Trump haut alles raus. Ne? Das ist ja das Krasse. Der haut alles raus. Die Leute müssen merken, auf welchem Level sie verarscht wurden. Und der zieht das durch. Das ist ein Deutscher. Wenn ein Deutscher was sagt, dann zieht er das durch. So kenne ich es eigentlich. So, du musst natürlich noch eine Falle aufbauen. Na? Für die Zentralbanken, für den IWF, für die BIS, für den Deep State, für die Mainstream Media, für die CIA, FBI und DOJ. Ja, damit du den Übergang vorbereiten kannst. Optik ist dabei important. Wer wird von wem aufgestellt? Sessions, Rosenstein, Bill Barr und Müller. Genauso wie, jetzt kommen wir nämlich zum Hauptthema. Ja. Die Schlagzeile heißt, neue Leitung für die US-Notenbank Fed gesucht. Oder dem Motto, how I say, gucken wir uns doch jetzt mal an, was Donald J. Trump in den letzten 2-3 Jahren so gegen die Fed gemacht hat. Wie er den Petrodollar vernichtet hat mit Weltfrieden, denn den Petrodollar kannst du nicht anders. Der Petrodollar lebt von Krieg. Wenn du aber Weltfrieden machst, wenn du jedes einzelne Ölland abarbeitest, so wie Trump es ja gemacht hat in den letzten 2,5 Jahren. Er hat sie nicht angegriffen, er hat sie abgearbeitet. Er hat in jedem Land den Deep State vernichtet. Die CIA Black Site. Das ist manchmal nur ein Haus. Von einem Haus aus agieren die und können ein ganzes Land kontrollieren. Das Haus musst du natürlich erstmal finden. Ist ja ein Safe-House. Ja? Egal. Wir klicken einfach mal ein bisschen durch, weil ich habe hier, naja, eine Handvoll Artikel ist es nie. Es ist schon ein bisschen mehr. Damit ihr ungefähr mal seht. Ja? Jetzt macht mal alle Tweets von Trump. Brauchen wir es nicht unbedingt. Ihr könnt aber, es gibt eine Seite, da sind alle Tweets von Trump drauf. Da gebt ihr einfach bloß mal Fett ein. Und dann findet ihr von 2011 an Artikel. Donald J. Trump twittert gegen die Fett. Seit 2011. Weil das ist das Hauptziel.
die Federal Reserve unter Kontrolle zu bringen und zu vernichten. South China Morgenpost. Na? Sie haben alle mittlerweile gemerkt, dass er so lange weiter twittert und die Fed mag es nicht im Licht zu sein. Ne? Die Fed mag es überhaupt nicht im Blickpunkt zu stehen. Deswegen twittert und twittert und twittert und damit alle auf die Fed gucken. Und die Fed gibt meistens nach, nur damit sie nicht mehr im Blickpunkt steht. Der Trump ist wie eine penetrante Bitch. Aber sowas von, der Trump stalkt die Fed täglich, twittert er über die Fed. Wie so eine verrückte Kirsche, die einfach nie weiß, was. Na, so. Und das macht er jeden Tag. Er bringt kontinuierlich, bringt er die Fed immer und immer wieder ins Blicklicht. Der hat drei Hauptziele dabei immer. Na? Ziel Nummer eins ist es, dass die Fed ihm immer widerspricht. Die Fed muss 1000 Mal widersprechen und 1000 Mal müssen sie sagen, wir sind nicht politisch motiviert, wir sind unabhängig und wir sind Experten. Diese drei Worte müssen sie immer und immer wieder sagen. Bei jedem Treffen, was Trump mit der Fed hat, muss die Fed am Ende sagen, nö, wir machen nicht, was Trump sagt, wir sind Experten, wir wissen es besser. Das müssen sie 1000 Mal auf Papier unterschreiben. Das ist wichtig. Am Ende für das Blame-Gehen. Denn wer ist denn am Ende schuld? Der Einser-Schüler Trump, der den Weltfrieden brachte, die Deals of Our Lifetime machte, der Israel und Palästina vereint, den Middle East Frieden brachte? Oder die Fed? Trump hat der Fed ja 1000 Mal gesagt, was sie machen sollen. 1000 Mal haben sie es nicht gemacht. 1000 Mal haben sie gesagt, sie sind unabhängig. 1000 Mal haben sie gesagt, sie haben mit der Politik nichts zu tun. Sie machen das nicht, um Trump zu schaden. Trump will, dass sie das sagen. Trump treibt sie in eine Ecke und sie haben doch 1000 Mal selber gesagt, dass sie Experten sind. Ja? Und ihr könnt einfach mal eingeben, na? Trump versus die Fed. Und ihr findet immer und immer wieder, dass Trump twittert und twittert und twittert und twittert zu diversen Themen. Geldpolitischen Themen. Und das macht es ja gerade so spannend, denn er baut ein Narrativ auf. Er baut auch gerade eine Illusion auf. Er hat ja von Goldman Sachs diesen Magic Stick geklaut. Der Magic Stick ist ein Algorithmus, mit dem du an der Börse einfach paar Zahlen eingibst und es kommt am Ende exakt diese Zahlen raus. Weil wenn du irgendwann 60% des Marktes unter deiner Hand hast, als Goldman Sachs und die Konzerne, dann kannst du das so manipulieren und berechnen, dass du am Tag kannst du Milliarden scheffeln. Du kannst Milliarden manipulieren und scheffeln. Die geben einfach 666 ein und es geht 666 nach unten oder nach oben. Im GDP. Was dann alle die 500 Größten sind. Und dann tut sich das jeder dort ein bisschen und dort ein bisschen. Und das pendelt sich dann so ein. Die können den Markt in einer Art und Weise manipulieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber Trump, deswegen hat er ja so viele Konzerne nach Hause gebracht. Ja, deswegen gab es ja bei so vielen Konzernen jetzt Veränderungen im Management. Jetzt hat Trump den Magic Stick in der Hand. Ja. Wenn der will, dass Fed das macht, was er sagt, und die machen es nie, dann lässt er kurz die Börse abstürzen, weil er kann sie am nächsten Tag wieder hochstürzen lassen. Das ist so genial. Der hat einen Zauberstab in der Hand. Und mit diesem Zauberstab geht er in den Krieg. Er ist doch der Wizard, ne? The Wizard of Oz. Er macht einfach mal, ne? Create, change, remove, resign, narrative Jobs, Factories, Deals, Steuern, Tarife, sammelt dabei Beweise. Bei jedem Move, den er macht und die Gegenseite unter Druck setzt, sammelt er Beweise im Kaninchenbau, ne? Um dann Fakten und Dokumentation versus Propaganda in Part 3 zu haben, ne? Die ganzen Jobs zurückbringen. Das ist ja das, wenn immer sagen, ja,
Blablabla, die Konzerne zahlen da in den USA keine Steuern, er bevorzugt sie. Na und, die haben vorher auch keine Steuern gezahlt. Die haben noch nie Steuern gezahlt, egal wo sie waren. Nur, dass sie jetzt in Amerika, in einer Region, wo keine Arbeitsplätze sind, 5000 Arbeitsplätze erschaffen, die wiederum Cafés, Bars, Kinos erschaffen, wo dann wieder 5000 Arbeitsplätze. Der hat in jede gottverlassene Region in Amerika, hat ja seinen Konzern hingestellt. Um dort erstmal 10.000 Arbeitsplätze zu generieren. Er hat sie gelockt mit Geld, was er weiß, was sie eh nicht zurückzahlen und was er niemals zurückzahlt. Also glaubt ihr irgendjemand, dass Trump die 23 Trillionen, die die USA oder Billionen oder Quadrillionen, ich weiß nicht, was die für eine Schuldenzahl haben. Der Sinn des Blame Games ist es doch am Ende nichts zurückzuzahlen. Das haben die doch alle noch nicht verstanden, dass er das System in den Overload treibt, dass er dafür sorgt, dass das System explodiert. Aber wenn es ihm passt, nach der Wahl 2020, also wenn er dann neu im Amt ist, wenn alle Positionen aufgesetzt sind, wenn die Zahlen so toll sind wie noch nie, wenn Weltfrieden eingekehrt ist, wenn alle Gangster, wenn alle Hindernisse und alle Blockaden aus dem Weg sind und alle Positionen aufgesetzt sind. Also nach dem ersten Wahlgang, also nur nach dem ersten, der ersten Wahlperiode, wie sagt man, nachdem er wiedergewählt wurde, dann geht es erst gegen die Fed. Bis dahin wird aufgebaut, bis dahin werden Brücken gebaut, es werden Straßen gebaut, es werden Krankenhäuser gebaut, es wird alles neu gebaut in Amerika. Erstens, um die Wirtschaft zu pushen, damit sie auch bis nach 2020 durchhält. Weil das System kannst du nie retten. Dieses System kannst du nicht retten. Du kannst es höchstens noch so lange bis nach 2020, also 2021 im Januar dann, bis dahin kannst du es noch retten, das System. Aber danach explodiert. Es muss aber explodieren, wenn bis dahin schon das neue System vorbereitet ist. Wenn alles vorbereitet ist, darf es erst explodieren. Na? Deswegen helfen doch auch alle Staaten mit. Alle Staaten haben jetzt von Trump das Signal bekommen, weil Make America Great Again und danach Make England Great Again, Make Spanien. Spanien hat jetzt einen neuen Salvini bekommen. Italien hat einen Salvini. Und der neue Boris Johnson hat ja ein Ministerium of Hell heute aufgesetzt. Na, also, und der Ukrainer hat auch gesagt, Make Ukraine Great Again. Und bald werden sie auch in Deutschland sagen. Die meinen das nie, dass die hier Nationalismus fördern. Nein! Die arbeiten alle gemeinsam gegen das Zentralbanksystem. Alle Staaten gemeinsam gegen dieses System. Das ist doch der Krieg, der hier läuft. Na, die Welt gegen den Krieg. Und die Welt hat nun mal gewonnen. Die haben einfach keinen Bock mehr auf diesen Kladderadatsch. Na? Dazu musst du aber erstmal die Fed unter Kontrolle kriegen. Na? Deswegen Make America Great Again. Das ist das wichtigste Teilstück des Ganzen. Du musst die Federal Reserve unter Kontrolle kriegen. Zwei Plätze von sieben hat jeder amerikanische Präsident. Zwei von sieben. Aber durch glückliche Umstände kamen ja noch drei weitere dazu. Für Donald Trump. Und plötzlich hat er 5 von 7, das sind 70%. Er hat volle Kontrolle über die Fed. Jetzt darf es natürlich nicht so aussehen, als hätte er nur Loyalisten und Patrioten rein. Nein, nein. Er hat Sound Money bevorzugte Leute, mit denen er sich jetzt öffentlich streitet und sagt, ich mag die nicht. Denn wenn er sagt, ich mag die nicht, dann wird die Presse diese Menschen loben. Sie wird sie hypen. Denkt immer da an Seehofer. Jedes Mal, wenn Seehofer das sagt, was die Presse hören will, hypen sie ihn in den Mittelpunkt. Seehofer spielt zurzeit die Rolle Schwarz. Ja? Der sagt das, was die Presse hören will, damit jeder glaubt, das ist alles noch cool. Seehofer weiß, er tritt eh danach ab. Seehofer weiß, er bei der Grenzöffnung hat er mit Scheiße gebaut. Er hat es ja mitgetragen. Er hat was abzuleisten. Aber die Rolle, die er aktuell spielt, ist perfekt. Ja, man muss nur ganz genau hingucken. Immer wenn er sich rumdreht, grinst er so. Das ist aber eine andere Story. Ne? Entscheidend dabei ist, du musst das System
erstmal unter Kontrolle bringen, um es dann wieder zu pushen bis nach 2020. Wenn du das geschafft hast, wenn du das System bis nach 2020 gepusht hast, wenn du die Federal Reserve mit Patrioten und Loyalisten besetzt hast, wenn du die BIS und das EBF Board so durchgetauscht hast, dass die ganzen Gangster automatisch dort reinrutschen, weil die Gangster nimmst du ja dann mit Anklagen raus. Die Lagarde wird später durch eine Anklage rausfallen. Die werden alle rausfallen. Da kommen automatische Placeholders rein. Also die Positionen 6, 7, 8, 9, 10 werden von den Patrioten besetzt. Und man hofft, also man treibt den Gegner dazu, Position 1 bis 5 mit den Hardcore-Gangstern zu besetzen. Weil sie sichern sich auf jeden Fall die Position. Die kannst du aber dann alle später rausnehmen. Am Ende, wenn die Falle zuschnappt. Na? Ihr seht ja gerade, wie die ganzen Positionen gewechselt werden. Und sie wechseln sie so, dass die Hardcore-Gangster überall an die Position kommen. Du musst die Gangster Gangster sein lassen, damit du erstmal siehst, wie sie arbeiten, damit du siehst, wer ruft wem an, in welcher Telefonkonferenz, wer überweist wem Geld, welcher Journalist bringt jetzt welche Story im Einklang mit dieser und dieser Aktion. Du musst den gesamten Kaninchenbau erforschen. Jeden einzelnen Aspekt. Damit du dann jeden einzelnen rausnehmen kannst. Die treten dann spontan zurück oder haben spontan einen Unfall oder. Na? Wenn du dann alles so vorbereitet hast, na, kannst du anfangen, dieses Blame Game zu starten. Also mit dem Finger auf jemanden zeigen und so lange in der Wunde rumkratzen, via Twitter. Deswegen heißt es ja wie die Tweety. Ne? Er kam, er sah und er tweetete. Und er hat so lange getwittert und er hat nie mehr aufgehört mit Twittern. Und alle haben gewusst, dass er nicht aufhört. Er ist wie ein kleines Kind. Die Finger Gottes. Ja, damit, wenn ihr einfach mal auf dem Level seid. Ihr könnt als die Guten, könnt ihr nicht einfach mit Panzern die Dinge machen. Das geht nicht. Das funktioniert ja nicht. Ihr müsst einen anderen Weg finden, um die Gangster zu offenbaren. Es geht nun mal nie anders. Und wenn du mir einen anderen Weg zeigst, wie du mit 240 Zeichen die Welt verändern kannst, hätte ich niemals gedacht, dass das geht. Aber Igor de Mark, was auch immer das Feiner ist, ja, der Finger Gottes. Ich meine, die wollen nicht in Israel aus gutem Grund ein Book of Trump schreiben. Der japanische Kaiser ruft nie aus Langeweile, Raver. Ahmadinejad spricht nie aus Langeweile von Weltfrieden. Israelis und Palästinenser treffen sich in 3 Tagen für die finalen Gespräche. Und Trump? Was macht Trump? Er twittert. Er twittert schon wieder. Und er hört gar nicht mehr auf mit Twittern. Wenn Trump nicht bekommt, was er will, dann twittert er so lange, dass Facebook kollabiert, dass Google explodiert. Das ist für Trump kein Problem. Das hat er schon mehrfach bewiesen. The Open Trump Target. Ja. Er greift die Fed mit seinen Twitter-Salven täglich an. Und zwar so lange, bis die Fed einsieht, scheiße, alle gucken auf uns. Die gucken alle auf uns. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir können es jetzt nicht einfach crashen lassen. Weil Trump hat ja gesagt, dann sind wir schuld. Wir brauchen ein Narrativ. Was haben wir denn? Ah, Iran-Deal hat nie geklappt, das Narrativ. China, Tarife, wird nie klappen. Trump lässt sich gerade das Narrativ aufbauen, nur um dann, wenn es aufgebaut ist, den China-Deal rauszuwerfen. Und die Tarife wieder wegzumachen. Es muss am Ende so rüberkommen, als hätte die Fed sich in 4 Jahren 4-mal im Kreis gedreht. Während sie 1000-mal sagt, sie sind Experten, während sie 1000-mal sagen, sie sind unabhängig und sie sind nicht politisch motiviert. Also alles, was sie machen, würde niemals darauf hinauslaufen, um einen Präsidenten zu stürzen. Ja? Sie würden niemals Geld an diverse Gruppen geben, um einen Präsidenten töten zu lassen. Na, die Fed würde das niemals tun. Haben sie ja 1000-mal gesagt. Ja? Ihr müsst einfach, ich mache es mal ein bisschen schneller durch, weil mir sind noch ein paar Artikel hier zu klicken.
Das sind bloß die, die ich gesammelt habe, also in den letzten Monaten. Ja. Das Blame Game. The only problem is the fat. Na? Bring into spotlight and point the finger. Immer und immer und immer. Wie so ein verrücktes kleines Mädchen. Immer und immer wieder rumzicken. So lange, bis Trump kriegt, was er will. Und er kriegt immer am Ende, was er will. Na? Er macht sie alle nervös. Ja, das war am 26.12.2018. Als er im Bunker saß, im Weißen Haus und mit McDonald's essen. Und sagte, ich komme hier nie wieder raus. Entweder ich krieg meine Mauer oder ich komme hier nie wieder raus. Das war auch Show. Er hatte das Geld für die Mauer schon. Heute kam ja, oder gestern kam Berichte, dass er das vom Verteidigungsministerium die Mauer bauen lässt. Das wussten wir schon ewig. Dass das Missverteidigung ist. Deswegen hat er doch vor einem Jahr, während des Iran-Konfliktes, als vor einem Jahr schon mal alle dachten, Atomkrieg. Damals hat er doch das größte Militärbudget aller Zeiten, damit auch alle denken, er will Krieg führen. Nee, es war für die Mauer. The only problem is the fat. Und er sagt es immer und immer wieder. Damit er dann auch 1000 Zeitungsartikel hat. Na, könnt einfach mal meine Mutter gleich noch Trump versus the Fed. Trumps Twitter War. Na, spooky. Bam, 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 bam. Worst since 1931. Ne? Erneut. Ne? Erneut. Sie wollten die Zinssätze 2018 viermal anheben. Das musste Trump verhindern. Hätten sie die Zinsen viermal angehoben, wäre das ganze System global explodiert. Mit Khashoggi und allem drum und dran. Wollten sie das System explodieren lassen. Hätte Trump Sanktionen gegen die Saudis gemacht, wäre es sofort eine Hyper-Inflation. Global. Dann hättet ihr euch alle gegenseitig um das letzte Stück Fleisch geschlagen. Hättet eure eigenen Kinder aufgefressen. Oder was weiß ich. Na? Deswegen habe ich keine Ahnung, wie oft dieser Mann euch im letzten Jahr schon den Arsch gerettet hat. Also nicht die, die jetzt hier zuhören, sondern die, die jetzt hier neu zuhören. Ja, ich habe keine Ahnung, wie oft Trump euch in den letzten Monaten den Arsch gerettet hat. Sie wollten dauerhaft das System crashen. Sie wollten dauerhaft, weil wenn es kracht, wäre er schuld gewesen. Er hat aber nicht zugelassen. Er ist der König der Schulden. Gucken, ob ich einen Artikel finde. Der König der Schulden, Trump. König der Staatsschulden. Der Mann hat ja bewiesen, dass Pleite nicht unbedingt Pleite bedeutet. Na? Wenn du ein Deutscher bist und wenn du richtig krass bist und du weißt, du bist Pleite, dann heißt das ja nicht, dass du Pleite bist, sondern nur, dass du objektiv gesehen für den Moment Pleite bist. Aber wenn du Pleite bist, dann kannst du ja auch noch 5% mehr Pleite sein. Wo ist da der Unterschied? Trump beklaut gerade Rothschild in einer Art und Weise, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er baut alles neu mit kostenlosem Geld, was er eh nicht zurückzahlt. Denn am Ende gibt es ja ein Mandat von der Fed. Das Mandat besagt 100% Arbeitsbeschäftigung, null Inflation
und sich nur um Amerika zu kümmern. Deswegen sorgt doch Trump dafür, dass Amerika gerade great again ist, damit die Wirtschaft in Amerika boomt. Damit die Fed dann gezwungen ist, die Weltwirtschaft zu retten und Trump sagen kann, nee, nee, euer Mandat ist Amerika. Sobald ihr dieses Mandat brecht, zahlen wir nichts zurück. Sie werden es definitiv brechen, weil sie müssen doch die Weltwirtschaft retten. Ansonsten kollabiert doch das System. Bis dahin ist aber das neue System schon aufgebaut. Die EZB hängt elementar an der Fed dran. Die Fed wollte viermal die Zinsen heben im letzten Jahr. Trump hat so lange getwittert, dass sie erst bei Nullzins blieben und dreimal nie erhöhten. Und jetzt kurz davor sind, die Zinsen zu senken. Was eine Menge neues Geld und nur die Andeutung, die Zinsen zu senken, hat den Dow Jones schon über 27.000 steigen lassen. Ne? Das ist es ja. Nur die Andeutung hat den Dow Jones schon durchdrehen lassen. Wenn du weißt, dass du pleite bist, kaufst du alles neu. Und nimmst dann für 5% der Insolvenzsumme alles mit rüber in die neue Welt. Nur, dass du dann alles nagelneu hast und komplett neu starten kannst. Du hast die Arbeitsplätze vor Ort. Aktuell kann bei den Staatsschulden niemand davon leben. Du hast die Konzerne vor Ort. Du hast jetzt die Straßen, die Brücken, die Krankenhäuser, die Schulen, die Mauern. Du hast alles neu gebaut. Hast ein bisschen das Problem mit den Staatsschulden. Das sind ja private Staatsschulden. Das geht Trump doch nichts an. Alles Gold in der Fed ist doch nicht Trumps Gold. Das ist doch nicht Amerika-Gold. Das ist doch das Gold aller anderen. Das ist dann die Trumps Problem. Ja, deswegen ziehen sie doch alle ihr Gold ab. Die Fed muss erklären, wo das Gold hin ist. Alle werden am Ende auf die Fed gucken. Und wenn sie alle merken, dass es ein Betrugssystem war, muss kein Land Geld zurückzahlen. Deswegen boomt doch in Deutschland gerade. Deswegen tun sie doch gerade Geld in Deutschland für das und das und das rausschmeißen. Alle Länder haben jetzt den Befehl gekriegt von Trump, kauft, kauft ein, kauft so viel ihr wollt, kauft alles neu, es ist alles kostenlos. Denn die Staatsschulden kann eh niemand zurückzahlen. Trump will bloß, dass das System bis zum Ende durchhält, um dann alle Zentralbanken gleichzeitig aus dem Spiel zu nehmen. Weil alle Zentralbanken hängen zusammen. Die hängen alle miteinander zusammen und gehen von der Fed aus, über die BIS, über die Weltbank, IWF und das Ganze. Die Positionen sind gerade alle noch mit Gangstern besetzt, aber diese Gangster plumpsen alle raus. Jeder einzelne von diesen Gangstern wurde durch Gangstereien, wie die von der Leine, an die Position gebracht. Und gegen alle diese Gangster sind bestimmte Anklagen da, die sie alle dort rausholen. Wenn sie nicht exakt das machen, was sie sollen. Und sie machen ja nicht das, was sie sollen. Sie versuchen, ihr System zu retten. Alle, die jetzt vom alten System profitiert haben, die versuchen, das alte System zu retten und zu schützen. Die haben alle versucht, Trump umzubringen. Na? Und warum? Weil er die Fed angreift. Na? Im Einklang mit dem Russen. Dritter. Schon wieder greift er die Fed an. Zinserhöhung ist falsch. Er sagt immer und immer wieder, die Zinserhöhung ist falsch. Wenn ihr jetzt die Zinsen erhebt, dann kracht das ganze System. Ja, das ist ein Schuldbanksystem. Wir haben ein Schuld, die tun aus dem Nichts. Wenn ich 10 Dollar habe, du hast 10 Dollar und er hat 10 Dollar. Wir müssen alle 10 Dollar und 5 Cent. Wo nehmen wir die 5? Die gibt es nie. Das System kann nie funktionieren. Das sagt der Chinese, das sagt der Trump, das sagt der Russe, das sagen auch alle wir. Das System, so wie es ist, kann nie funktionieren. Es ist manipulierbar. Es ist ohne feste Bindung. Es ist ohne Gold. Trump hat den Goldpreisbindung am 19.03.2019 wieder eingeführt. Deswegen musste Venezuela davor geklärt sein.
bis zum 19.3. Weil Venezuela braucht das sein Gold aus der City of London. Nur wenn sie glaubten, dass Guaido an die Macht kommt, haben sie das Gold freigegeben. Sonst hätten sie niemals das Gold Venezuelas freigegeben. Sie mussten wirklich glauben, Guaido kommt an die Macht. Und sie wollten Guaido mit dem Gold unterstützen. Tja. Scheiße gelaufen war. Trump hat jedes einzelne Bein des Petrodollars zerstört. Er hat jeden einzelnen Deep State entwurzelt. Ob nun im Iran, in Saudi-Arabien, Libyen, alle Ölstaaten, wurde die ISIS oder die Geheimdienstarmeen entfernt. Na? Und das läuft schon die ganze Zeit. Der Artikel ist vom 2. Mai 2018. Trump tweets. Ne? Er tut es immer twittern. Und er tut so lange twittern und gerade eben wird er die Zensur vernichtet. Also die Zensurbehörde, Facebook, Google. Ne? Für die, die es noch nie wissen, können wir mal kurz einblenden. Die sind auch am Arsch. Sie können jetzt nichts mehr verhindern in der Hinsicht, weil es keine Möglichkeiten mehr gibt. Es gibt keine Blockaden. Die Dirty Cops sind alle markiert. Die fliegen alle raus. Trump versus the Fed. Ihr könnt es immer einfach mal eingeben. Dabei ist immer wichtig Optik. Nur weil Trump sagt, er mag eine bestimmte Person nicht, heißt es nicht, dass er die Person nicht mag. Es soll nur so rüberkommen, als mag er die Person nicht. Wie den Herrn Powell oder die Frau Sheldon. Judy Sheldon. Die sind alle ausgewählt, weil sie das neue Finanzsystem, also Sound Money, ist ja auf festen Werten beruht. Was ja dann automatisch dafür sorgt, wenn du nicht mehr aus dem Nichts Geld erschaffen kannst, dann fällt die ganze Korruption weg. Weil du kannst nie einfach Knopfdruck, 1 Milliarde hier, Frau Merkel. Das geht ja nicht mehr. Das ging nur, wo es keine Bindung mehr gab. Und keine Kontrolle und wo sie manipulieren konnten und. Trump und Putin haben sich schon darauf geeinigt mit dem Chinesen, dass es niemals wieder so werden darf, wie es war. Mit diesen Ausufernden und diesen Verbrechen. Deswegen gibt es da nach oben keine Grenze. Bis ganz hoch zur Pyramide gibt es keine Grenze. Für Putin nie, für Trump nie und für den Chinesen nie. Und die sind gründlich. Na, ich spoiler halt nur den Film und sag's halt euch schon vorher. Weil das mit Israel und Palästina, also das Thema Weltfrieden dort unten, Iran, Saudi und Israel, Palästina, ist ja auch schon alles geklärt. Ja. Das war aber alles nur Grundvoraussetzung, um den Petrodollar zu vernichten. PS, wer es nicht weiß, der Chinese kauft gerade gesamt Israel auf. Einfach mal auf der Zunge zu gehen lassen. Der Chinese kauft gerade Israel. Das ist jetzt sein Israel. Und der Chinese ist nicht so gläubig wie die anderen Freaks unten. Dem Chinesen ist das egal, wer hin oder wer her ist. Hauptsache, die machen es. Hauptsache, der chinesische LKW kann dort in Ruhe durchfahren. Alle Häfen in Israel sind mittlerweile in chinesischer Hand, nicht mehr in britischer, nicht mehr in was weiß ich. Der Türke, der Iran, der Chinese und der Russe, die haben doch Eurasien schon längst geplant. In 17 Staaten da unten spricht man Türkisch. Deswegen hat sich der Putin doch den Erdogan zuerst geschnappt. Und hat ihm einen Deal gemacht, den er einfach nicht ablehnen kann. Die haben es schon längst entschieden.
Der Westen hat bloß das Memo noch nicht gekriegt. Die könnten das Ganze kriegerisch umsetzen. Wollen sie aber nicht. Das will der Russe nicht. Und das will der Chinese nicht. Und die halten dort unten alle anderen im Zaum. Trump sorgt nur dafür, dass die Amerikaner friedlich nach Hause gehen. Trump ist im Endeffekt nur der Insolvenzverwalter. Er wird die Federal Reserve vernichten via Twitter. Im Sitzen. Na? A wild weekend on Twitter. A wild weekend on Twitter. Und alle reden darüber. Alle reden über die Fed. Das will die Fed nicht. Dann gibt die Fed lieber nach, als dass sie dauerhaft im Mittelpunkt steht. Redefreiheit und Präsidententweets. Na? Darf man, muss man einen Präsidenten das Handy wegnehmen, weil er zu oft twittert? Das ist ja das, was sie auch schon, ne? Muss man Trump, der Mann zerstört die Wirtschaft mit Twitter. Er bringt uns andauernd in Chaos mit Twitter. Wir müssen ihm das Handy wegnehmen. Ja? Super. Gehen wir in den nächsten Artikel. Na? Wenn ihr das macht, was ich euch sage, geht die Wirtschaft ab wie eine Rakete. Und sie werden, sie haben jetzt angekündigt, sie werden die Zinsen senken und dann, BBC hat doch gesagt, was Trump gesagt hat. Die Wirtschaft wird durch die Decke gehen, wie eine Rakete. Wird exakt so passieren. Trump sagt natürlich, er will ja nie, dass die Fed schuld ist. Er will jetzt noch nicht, dass die Fed schuld ist. Er treibt sie einen bestimmten Pfad entlang. Na? Noch braucht er sie. Es muss ja noch bis 2021, im Januar ist er dann. Na? So, gehen wir mal auf die nächsten Artikel. Sind ja noch ein paar. Judy Shelton, ne? Is a fan of the gold standard. No? Unusual and other unusual economic policies. Zieht euch rein, wer Judy Shelton ist. Er kann mit Twitter, kann er alles dort unten machen, was er will. Und er hat sie alle bei die Eier. Ja? Die Presse würde das ja sonst nie bringen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Er muss es twittern. Na, die Fed macht einen schlechten Job. Die Fed ist schlecht, die Fed ist schlecht, die Fed zerstört die Wirtschaft. Die Fed ist schuld, die Fed ist schuld. Während die Fed immer wieder sagt, wir sind unabhängig, wir sind nicht politisch motiviert, wir sind Experten. Das ist perfekt. Denn am Ende, wenn es kracht, braucht Twitter nur noch einmal twittern, der Trump. Nur ein einziges Mal muss er dann noch twittern. Und alle gucken auf die Fed. Alle werden sich fragen, wer ist schuld? Ja? Wer ist am Ende schuld beim Blame Game?
Ja? Wer ist am Ende schuld? Das Fed-Mandat ist klar. Dollar muss stabil gehalten werden und Zero Inflation. Basel III ist da, Loyalisten sind da. Die nächste Krise ohne Krieg zur Ablenkung ist das Ende des Systems. Weil dann, wenn kein Krieg da ist zum Ablenken, wenn gerade keine Notre Dame brennen kann, wenn alle ihre Munition verschossen ist, wenn alle Gangster verhaftet wurden, na, wenn Train the Swap abgeschlossen ist und die nächste Krise beginnt, dann holt Trump die drei Gesetze, die ja schon im Senat vorliegen. Über die IRS, die Steuerbehörde, das neue Steuergesetz ist eine Unterschrift und die ganze Macht der Banken ist beschnitten und dann arbeiten die Banken plötzlich fürs Volk und nicht mehr das Volk für die Banken. Das ist eine Unterschrift von Trump. Dann die Audit Bill. Buchprüfung bei der Fed. Liegt auch schon im Senat vor. Und noch Fort Knox. Das Gesetz, um einfach mal reinzugucken, was drin ist. Liegt auch im Senat vor. Senat hat Trump gerade 53 zu 47. Mehrheit. Wenn er will, ist es ein Tweet und der Senat hebt die Finger und das Ding geht durch. Ich gehe davon aus, im Senat werden auch noch ein paar Personen rausfliegen und dann wird es wahrscheinlich so eine 75 zu 25 Besetzung sein, die dann diese Gesetze durchbringen, weil Trump wird es nie mit so einer 53 zu 47 durchboxen. Der wird dann schon so auf Nummer sicher, am besten 80 zu 20. Was dann auch repräsentativ, optisch, na, was dann auch jedem zeigt, dass es gewollt ist. Dazu müssen aber bestimmte Gangster erst rausfallen und dann kommen die Placeholders wieder rein. Na, also immer die Position 1, 2, 3, 4, 5 sind von den Gangstern besetzt. Position 6, 7, 8, 9, 10 rutschen dann aus Versehen, weil es halt das Prozedere so vorsieht, da rein. Deswegen musst du erstmal die Gangster Gangster sein lassen, weil du nimmst Position 1 bis 5 dann am Ende raus. Die zerstören sich gerade selbst und so rutschen automatisch die anderen nach und so sind es glückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass am Ende das und das und das und das, das Stück in das rutscht und das und das und am Ende dann plötzlich reset everything, aber komplett everything. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, Trump will wahrscheinlich im September im Einklang mit diesem Area 51-Shit, er will alle UFO-Infos veröffentlichen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Müssen wir erstmal gucken, was rauskommt. Ja, aber das, was wir jetzt mal gehört haben, werden wir sehen im September, wenn es passiert. Gehen wir dann mal auf den nächsten Artikel. Die Fed ist stärker als Trump. Trump hat einen neuen Gegner entdeckt, die amerikanische Notenbank. Seine Angriffe sind primär wahltaktisch motiviert. Aha, die Notenbank tut gut daran, diesen Lärm zu ignorieren. Genau. 24.08.2018. Ja? Trump hat seinen Feldzug gegen alles. Nachdem er die Bundespolizei, FBI, Justizministerium Staub aufgewirbelt hat, seine Kampflust überraschend, dass seit einigen Wochen immer öfters auch die amerikanische Notenbank, namentlich Jerome Powell, das im Trump-Team ins Fadenkreuz des Präsidenten gerät. Ja. Zwar ist die Fed eine politisch unabhängige Behörde, das hindert Trump aber nicht daran, seinen Unmut kundzutun. Keine Reaktion auf das, wohl exakt das soll die Schlagzeile sein. Keine Reaktion auf Trump. Denn wenn sie tausendmal nicht reagieren, kann man sagen, sie waren resistent gegenüber Hilfe. Sie wollten unbedingt gegen die Wand treten. Sie wissen doch jetzt noch nicht, was Trump in einem Jahr vorhat. Ich spoilere es euch ja bloß. Ja? Die haben sowas schon von verloren. Sie haben sich schon mit so vielen Lügen gegenseitig ne, in eine Ecke geboxt.
Er zeigt sich unbeeindruckt und ging mit keinem Wort auf die lästigen Zwischenrufe aus dem Weißen Haus ein. Ja. Das Fett als Sündenbock, vor allem das. Wieso das? Sieht keine Überhitzungsrisiken. Richtig. Das System läuft wunderbar. Die Zahlen werden sagen, es ist das beste System aller Zeiten. Trump hat aus dem Nichts quasi die Fed gerettet, würde man sagen. Es ist so perfekt, das System. Die Zahlen. Alle haben ihren Arbeitsplatz. Keiner kann zwar davon leben, weil die Staatsschulden nicht sind, aber alle haben erstmal einen Arbeitsplatz. Alles ist neu gebaut. Alles ist wunderbar. Weltfrieden ist eingekehrt. Alle verehren Trump und dann boom. Von heute auf morgen crasht das System. Und alle werden sich fragen, wie konnte das geschehen? Jeder wird sich fragen, wie konnte das? Es war doch alles so wunderbar, es war doch alles so toll. Und dann werden sie alle Trump angucken und dann sagen, mach was. Und dann sagt er, hier, liebe Fett, können wir mal bitte die Bücher schauen? Und ich gehe fest davon aus, die gucken in die Bücher und da wird nichts drin stehen. Höchstens mal gefälschte Zahlen, so gefaked und so. Und wenn Trump der Fed nachweist, dass sie kriminell gehandelt haben, dass sie ihr Mandat gebrochen haben, dass sie die Zahlen frisiert haben und das ist ja, na, also das ist ja offensichtlich, dass sie das gemacht haben, dann muss er keinen Cent zurückzahlen. Deswegen baut er doch gerade alles neu. Weil er weiß, am Ende zahlt er keinen Cent zurück. Keinen einzigen Cent wird er zurückzahlen. Deswegen beklaut er sie doch gerade in einem Maße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Fed ist verrückt geworden. 11. Oktober 2018. Weiter Druck auf die Fed. Das ist einfach bring into spotlight and point the finger. Das immer und immer und immer und immer und immer wieder. Du zermürbst den Gegner quasi mit Twitter-Salben. Und wenn er sagt, er will ihn loswerden, denkt die Presse, yes, er arbeitet gegen Trump. Somit unterstützen wir ihn jetzt. Wir pushen ihn. Wir hypen ihn, wir machen ihn zum besten Powell aller Zeiten. Weil sie denken, dass er gegen Trump agiert. Aber Trump will ja bloß, dass sie denken, dass er gegen ihn agiert. Damit am Ende 5 Leute in der Fed von 7 Leuten sind, die offiziell gegen Trump agieren, inoffiziell aber exakt das machen, was Trump ihnen sagt. Ja. Boomende Wirtschaft. Die Fed ist das einzige Problem. Die Fed ist wahnsinnig geworden. Die Fed hat keine Ahnung. Wenn die Fed das machen würde, was ich ihr sage, sagt Trump, dann hätten wir hier wesentlich bessere Zahlen. Und nach 3-4 Monaten machen sie dann plötzlich, was Trump gesagt hat. Nie, weil es Trump gesagt hat, sondern weil sie. Gut, das haben wir hier close. Ja. Trump versus die Fed. Diese Runde geht an die Fed. Es wird jede Runde an die Fed gehen. Das ist ja der Witz dabei. Jede Runde geht an die Fed und am Ende, wenn es kracht, holt Trump zum Punch aus. Und dann ist es K.O. Dann nützt dir es nichts, wenn du nach Punkten vorne liegst, wenn du am Ende K.O. auf dem Boden liegst. Ja? Haben wir schon den Artikel. Das sind halt bloß ein paar. Ja. Oh, ich will deine Seite nicht kaufen. Dass die mir immer gleich ihre ganze Seite verkaufen müssen. Ja, ich will einfach bloß den Artikel.
No. Unabhängigkeit von Präsidentenkritik gibt sie mehr bei der Fed. Trump kritisiert sie täglich. Trump steht früh auf und denkt sich, oh, was könnte ich heute gegen die Fed machen? Die Fed kann ihn einfach nie umbringen. Es klappt einfach nie. Na? Sie haben niemanden mehr, der agieren könnte. Die Trumpification of the Federal Reserve Bank. Lasst es euch einfach auf der Zunge zu gehen. Die Trumpification. Das ist die Vanity Fairs, ne? Judy Shelton. Na? Er wird eine Frau. Da können sie nicht mal in der Presse meckern, dass es noch, selbst Feministen können da nie meckern. Weil er macht eine Frau, die für Sound Money steht und für den Goldstandard zur Chefin. So ausgewählt, dass niemand was sagen kann. Die hat auch keinen Dreck bei irgendwas. Alle Positionen werden weise besetzt, um dann den Transit ins neue System zu begehen. Trump prepares to take over. 18. November 2016. Take over. Ja. Komplette Übernahme der Federal Reserve Bank. Na? Durch glückliche Umstände fallen diverse Personen raus. Andere Personen fallen durch glückliche Umstände rein. Und Trump baut seine Fallen auf. Wenn die Fed die Zinsen senkt, gewinnen wir. Ihr macht das nicht für mich, ihr macht das für Amerika. Euer Mandat heißt ja Amerika. Macht das, was ich euch sage, und Amerika geht's gut. Sie sagen aber immer, nein, wir sind unabhängig, wir sind nicht politisch motiviert und wir sind Experten. Und wenn sie das 1000 Mal gesagt haben, lässt er es krachen. Na? Weil am Ende kann er wie so eine Frau sagen, ich hab's euch 1000 Mal gesagt, hättet ihr mal auf mich gehört, wir hatten so schöne Zahlen, es war so wunderbar und dann habt ihr aus, mein Finger weh, aber ne? Am Ende wird er einfach nur twittern. So. Den hat er auch reingebracht. Die Finger Gottes, na? Wirtschaftlich gesehen. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Ihm kann man nichts vormachen. Und Weltfrieden ist die erste Grundvoraussetzung, um das System zu vernichten. Denn ohne Krieg gibt es nichts zum Ablenken. Egal, was sie dann machen. Ohne Krieg sieht jeder, dass es das System ist. Wenn das System kollabiert, dann geht es nicht zurück über los für das System, dann geht es ab in den Knast. Ne?
So. Da hat man nämlich den Teilaspekt, weil ich, glaube ich, erklärt Rams Moves alle einzeln, wie er Weltfrieden gemacht hat und. Das Einzelvideo, weil wenn ich das alles in eben Größen, da verstehen es die Leute wieder nicht. Ja. Aber damit wir das Thema How to Destroy a Federal Reserve Bank und Blame it on, ja, wie du mit ihrem Geld, ihren Manipulationen, ihren Waffen, ihren Tricks, ihren Aussagen gegen sie agierst, wie du ihre Spyware nimmst, ne? Wie du ihr Geld nimmst. Da kauft gerade alles neu mit kostenlosem Geld in Amerika und weiß jetzt schon, dass er keinen Cent zurückzahlt. Das ist ein Deutscher. Ne? Wieso soll er denn irgendeinen Cent zurückzahlen? Lässt er das Ding pleite gehen, nimmt es für 5% mit rüber? Ist da wesentlich einfacher. Na, alle Attacken. 27. 23. 16. Das sind nur alle Attacken von September bis Dezember 2018. Das ist das eine. Gut, da wäre der Teilaspekt erstmal fertig. Zieht euch die Videos zum Thema Middle East Peace rein, habe ich auch schon alle fertig gedreht. Wo jeder einzelne Teilaspekt. Gut, das gehört ja nie rein. Wo jeder einzelne Teilaspekt. Na, beleuchtet wird. Wo im Endeffekt. Tja, Weltfrieden halt, ne? Generiert wird, der König der Schulden agiert und niemand sich gegen ihn stellen kann, weil er alles kontrolliert. Die Illusion, das Narrativ, indem er Weltfrieden macht, den Petrodollar vernichtet, dann alle Positionen neu besetzt mit Loyalisten, die ganzen Gangster anklagt und rausfallen lässt, alles neu baut in Amerika, um die Wirtschaft so lange zu pushen, bis der Tag X erreicht ist. Nur um dann am Ende einmal zu twittern. Und zwar nur einmal. Ja? Und die Frage ist, wer ist am Ende schuld? Kabinett from Hell. Boris Johnson. Ja? Das ist kein Zufall. Das ist alles Teil des Planes. Denn wenn England außerhalb der EZB boomt und in Spanien gerade in einer Art Salvini kurz vor der Wahl ist, in Frankreich Le Pen, in Österreich der Strache, in Ungarn der Orban, in Ostdeutschland bald die AfD, in Italien der Salvini, in England der Boris Johnson, dann haben wir innerhalb von 4 Jahren seit der Grenzöffnung völlig neue Voraussetzungen geschaffen. Weil das Volk das so gewählt hat, weil sie diese Leute abgewählt haben, diese Gangster. Na? Gut. Das soll's an der Stelle erstmal gewesen sein. Zum Thema The Blame Game. Und wer ist am Ende schuld? Das ist ja immer die Frage, wer ist am Ende schuld? Die meisten werden es dadurch noch rausfallen. Na, durch diese Witch Hunt werden viele Positionen noch frei, die dann neu besetzt werden.
Blame Game kommt natürlich erst später. Ne? Gut. Das soll es erstmal an der Stelle gewesen sein. Ich werde es erstmal. Keine Ahnung was. Ich muss nochmal hinlegen. Und strecken. Aber ist halt schon wieder Klimawandel draußen. Naja. Sind es halt wieder bis 15 Grad. Ich friere meinen Nippel wieder ein. Naja, egal. Wahrscheinlich heute Abend noch irgendwas mit einem Mann. Ich weiß es noch nie. Sorry, bin eingepennt. Meine linke Hand tut seit 3 Tagen taub. Fahr gerade ins Krankenhaus. Okay, gut. Doch keine Sendung mit dem Manu heute. Deine linke Hand ist taub? Kann die linke? Ist der Linkshändler? Linkshändler, ich weiß es nicht. Okay, gut, dann hat Abend doch keine Sendung mit dem Manu. Gut, naja, dann machen wir irgendwas anderes. Ich kann ja mal gucken, ob ihr noch irgendwas zum Thema Trump und die Fed habt. So. Aber erstmal Lob. Alle benehmen sich erstmal ordentlich. Das ist schon mal ganz ansprechbar. So müsste es sein. Deswegen muss ich auch am Anfang immer erstmal die Leute zusammenscheißen, damit die wissen, dass das hier anders läuft. Ja, und dann kann man hier ordentlich Unterricht machen. Wenn auch Ruhe im Klassenzimmer ist. Man muss nie immer die Prügelstrafe einführen. Nur bei Sonderfällen. Ja? Denkt einfach immer an Schulunterricht. Denkt einfach, stellt euch einfach vor, Daniele Ganser würde einen Vortrag halten und ihr würdet dort davor sitzen, ihr würdet da auch nicht reinquatschen die ganze Zeit. Schnauze! Hup nie vor meinem Fenster rum. Es gibt Leute, die wollen um die Uhrzeit noch schlafen. Nee, Quatsch. Nee, gut, so. Wir können jetzt noch 5 Minuten irgendwas Sinnvolles machen. Wer weiß was über die Proteste in Moskau? Proteste Moskau. Lustig, dass es gleich ist, ne? Proteste in Moskau. Mehr als 200 Festnahmen durch Polizei. Proteste der Opposition. Ah, pff. Opposition, das sind wieder westliche Spacken-Nazis. Das sieht man auch so geil. Du siehst nirgendwo in Moskau oder St. Petersburg siehst du irgendwelche Graffitis, Müll oder irgendwas anderes. Das Ähnliche, was mein Vater dort gesehen hat, das war ein Graffiti in nicht-kyrillischer Schrift. Dadurch verraten die sich schon. Also wenn du deine, wenn du es nicht mal auf Kyrillisch kannst, dann brauchst du dort nie mit Propaganda anfangen. 1000 Festnahmen, hier oben waren es noch 200 Festnahmen, hier sind schon wieder 1000 Festnahmen. Spiegel und Tagesschau sind leicht auseinander. 1370 Festnahmen, wow. Ach, hör da auf. Ja, scheinbar ist dort irgendwas passiert. Aber in Hongkong Proteste sind ja auch gerade. Das sieht mal eher als Clearance Operation raus. Soros und solche Kräfte müssen ja jetzt pushen, um irgendwas zu generieren. Die werden ja niemals von ihrer Agenda abkommen. Die werden immer und immer und immer wieder versuchen zu pushen. Sie werden niemals aufgeben, solange bis sie alle schachmatt sind oder im Knast. Also schachmatt bedeutet, sie nehmen sich selbst das Leben.
wäre aber die Frage, für was sind die hier in Hongkong? Ist aber auch erstmal Wurst. Wird eh nie funktionieren, so wie Sie sich das vorstellen. Mich würde interessieren, was bedeutet der gelbe Punkt? Weil wir hatten ja jetzt schon so viele Punkte, aber einen gelben Punkt hatten wir noch nie. Achso, der hat vor uns nie. Ach, deswegen war der vor uns auf Sendung. Gut, okay. Ja, erstmal gute Besserung an der Hinsicht. Ich wollte gerade sagen, für die Dinge, die wichtig sind, brauchen wir ja zwei Hände im Leben. Aber das würde auch schon wieder Fragen aufwerfen. Egal, wer weiß, was der gelbe Punkt bedeuten hat. Und taube Finger ist durch, wenn das Gelenk, wenn das Armgelenk immer scheiße drauf liegt oder wenn du schlecht da sitzt und somit zu Verspannung, dann kann das schon sein, dass dann dort, du musst, also, ist ja auch das, was ich immer sage, ich bräuchte mal drei Japanerinnen oder Asiaten, die auf meinem Rücken rumlaufen. Ja, also, du musst schon ordentlich immer da sitzen, sonst kriegst du Rückenprobleme und über den Rücken kriegst du dann auch dieses Kribbeln im Finger und so, da muss man schon aufpassen. Ja, das Staatswappen in der USA, ich denke mal, das war bloß ein Versuch der Presse irgendwas, also wenn du keine Notre Dame mehr hast, ne, wenn du keine Notre Dame zum Anzünden mehr hast und du hast nichts anderes mehr, dann musst du versuchen, so ein Staatswappen, um da irgendwie eine Krise zu generieren, damit sie alle darüber reden, damit ja niemand über das andere redet. Das sind alles bloß, das zeigt mir, dass die Gegenseite nichts mehr auf Lager hat, zum Agieren, nichts, null. Gut, okay, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich komme bestimmt später nochmal, da es ja heute relativ kühl ist. Und ja, bis dahin, Ski.